Liebe Festgemeinde, willkommen in Österreich. Entschuldigung. Willkommen in Dornbirn. Ja, wir sind jetzt mal nach Österreich reingefahren tatsächlich. Und was soll das Ganze? Ja, wir hatten eigentlich nach einem gewissen Getränk gesucht. Wir erwähnen es mal nicht, um keine Werbung zu machen. Aber wir haben es nicht gekriegt und es ist traurig, denn man hätte es eigentlich kriegen sollen. Aber meinen guten Kumpel Zynex, den konnte ich nicht enttäuschen, denn er hat mir Kaiserbier empfohlen und das habe ich mir geholt. Das meinte ich aber tatsächlich nicht damit. So, und wir haben hier in so ziemlich dem schlimmsten Parkhaus aller Zeiten, wie gesagt in Dornbirn, irgendwo versucht einen Parkplatz zu finden, hat nicht so toll geklappt. Aber am Ende des Tages sind wir dann doch noch ganz zufrieden mit der Lage. So, jetzt gerade mal keinen umfahren. Diese ganzen Spezialisten hier, die wir vorhin schon angetroffen haben. Ja, lass dir das Eis schmecken, liebe Dame. Was macht er jetzt da? Achso, der will wohl einparken und zwar in dem Parkplatz, wo gar keiner ist. Ja, schlau. Der gute alte Dornbirner. Ich weiß noch vorhin, als einfach mal die ganzen Nummernschilder aufgerufen wurden. Achso, mein Fehler, die Ausfahrt ist da vorne. Ja. Gut, egal. Haben wir nochmal eine Ehrenrunde gedreht. So, der muss warten. Wir haben rechts vor links, da hinten ist Stopp. Das kriegen wir auch noch gebacken. So, siehst du darunter. So, darunter direkt. Mhm. So. Geht das so? Ja, jetzt haben wir euch das Parkdeck nochmal gezeigt. Das musste einfach sein. Ja, und Dornbirn, soweit ich weiß, seid mir nicht böse, wenn ich es falsch habe, müsste zu Südtirol gehören, auch in der Nähe von Feldkirch, wo wir gerade hier rumgurken. So, wirklich? So. Wow. Ja, Richtung Ausfahrt geht's. Ausfahrt ist hier, okay. Ja. Ja, wie gesagt, die Rush Hour ist hier schon um 13 Uhr, komischerweise. Also es ist wirklich alles schon voll. Richtig krass. Aber ich denke jetzt mal, dass es wegen den Feiertagen war. Ja, der 27. Dezember. Mhm. Ausfahrt einmal wenden. Was? So, und wir fahren jetzt gleich noch ein kleines Stück, wie gesagt, durch Österreich durch. Wollten euch das einfach mal zeigen und filmen uns auch gleich nochmal selber. Dann schneide ich das alles schön zusammen. Es ist halt ein wenig verwackelt, sorry. Ja, ich wollte auch noch rausfahren, danke dir. Nicht gerade einfach hier zu filmen. Schon gut. Ja, eigentlich ist das Auto noch recht ruhig und alles. Ja, aber es ist halt jetzt sehr holprige Wege gewesen. Ja, okay. Wie du meinst. Ihr hört schon hinten das Bier drin. Was haben wir denn so alles Schönes gekauft? Willst du das mal sagen? Also jetzt nicht unbedingt die Sachen, die wir speziell gekauft haben. Wir haben vor allem Getränke gekauft. Ja. Etwas für Neujahr. Ich habe vor allem WC-Papier gekauft, weil es hier einfach günstiger ist als bei uns. Also bei mir. Ja, rechts vor links. Die anderen, die verstehen es mal wieder nicht. Aber egal, ich habe gelassen. Alles gut. Dann zum Geschirrwaschen habe ich noch. Bregenz. Du hast etwas für deine Katze gekauft. Rechts vor links. Okay. Meine Güte. Er hätte vielleicht ein bisschen weiter rechts sich halten können. Das sieht so über Dings aus. Ja. Wenn ich da. Aber naja. Ich habe es jetzt ein wenig versteckt. So, jetzt bin ich aber dann mal dran. Sorry, wenn ich jetzt ein wenig nach unten gefilmt habe, aber ich musste gerade. So, die häufigsten Leute, die wir heute angetroffen haben, sind aus Dornbirn, Bregenz und Feldkirch. Hm. Tatsächlich, ja. Was mein Ellenbogen des Todes, wir werden beobachtet. Hast du gesehen im Rückfenster? Ja, ich weiß. Beobachtet, ja. Du bist jetzt offiziell in einem Vlog, mein Lieber. Oder meine Liebe, keine Ahnung. Junge oder Mädchen. Ja, okay, egal. Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber weißt du, ich musste vorhin gerade ein wenig nach unten filmen, weil der wirklich gerade in die Kamera geschaut hat. Es hält schon was da, nur noch ein wenig. So, und wir sind jetzt auch schon draußen. Und jetzt geht's total langsam. Ja. Wie schön es einfach ist, wenn du auf so einer Art Rampe stehst, wenn man so will. Hm. Und dann musst du bremsen. Das ist immer das Allerschönste. Ja. Boah, guck dir mal den Verkehr an. Hm. Boah, schön in Österreich zu sein, oder? Hm. Ein bisschen. Ja, Grüße an Zynex auf jeden Fall, an Käsetoast und an alle anderen Österreicher, die dieses Video gerade sehen. Mhm. Ja, das ist eine kleine Durchreise hier. Ja, grüßt euch wohl, oder wie heißt das so schon wieder? Grüßt euch wohl, oder? Auf Österreichisch. Ich weiß es nicht. Fragt Zynex.
Aber wenn wir mal nach Wien fahren sollten, dann machen wir nicht einen Vlog, dann machen wir zwei. Aber tatsächlich, das sagen nur die Wiener. Also ich habe, soweit ich das weiß, sagt kein anderer Österreicher so zwei oder so. Habe ich jetzt... Habe ich heute noch tatsächlich selten gehört. Aber ich finde es jetzt nicht so lächerlich, ich finde es eher so irgendwie fast schon süß, wenn man so will. Mhm. Dieser kleine Dialekt, irgendwie ist es so richtig... gemütlich. Gemütlich, ja, gemütlich. Nein, Spaß, das ist eher schweizerisch. Aber naja, man kann ja mal so ein bisschen, ne, weißt wie ich meine. Mhm. So, hoffentlich fahren wir jetzt keinen um. Mein Arm langsam. Dein Arm tut weh. Du kannst ja auch uns mal ein bisschen filmen. Ja, kann ich. Dann stell das Ding da vorne hin und mach mal Frontkamera. Okay, warte kurz. Jetzt kommt schon wieder die Sonne raus. Und was will er da regeln? Nee. Boah. Boah, Gegenlicht. Scheiße, das bringt jetzt gerade gar nichts. Gegenlicht des Todes. Man blinkt doch nicht, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt. Ja, wir haben heute noch lecker gegessen. Lecker, Maisie. Schnitzel und Pommes. Wow. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir das schaffen. Mm-mm. Warte, kurz. Ich sehe nichts. Nee. So. Where? Oh mein Gott. Danke, mein Lieber. Alter, ich habe den BMW gerade schon komisch gefunden. Entschuldigung. Boah, Mann, ihr seht schon, wir sind die Erleuchteten. Also zumindest, wenn man uns ins Gesicht schaut. Ja, okay, fahren noch mehr. Ja, okay, nachher. Dann weiche ich halt in den Gegenverkehr aus, weil mir mal wieder irgendwer die Vorfahrt nimmt. Ey, das ist schlimm, Österreich und Schweiz, ne? Einem wird öfters die Vorfahrt genommen als überall anders. Das habe ich nirgendwo erlebt. Nicht Niederlande, nicht Belgien, nicht Liechtenstein, nicht Luxemburg. Egal, wo ich gewesen bin. Ich meine das nicht böse, aber es ist einfach eine Tatsache. Es passiert viel öfter. Und ich meine, ich fahre auch entspannter, wenn ich hier bin. Es ist ja Urlaub. Ja. Aber das ist wirklich eine Sache, die mich stört. Also soll ich es hier hinschnallen? Das ne. Geht das nicht? So, lass mal Abhollager. Hä? Wo fahren wir gerade hin, Media? Ich hab keine Ahnung. Weil links ging es zu Parkplätzen und hier ging es zu einem Abhollager von Mediamarkt. Ich wollte eigentlich nur weg von hier. Na gut, da müssen wir nochmal wenden. Alter, wie ich aussehe einfach in der Kamera, das ist furchtbar. Oder kann man hier auch... Ich sehe auch so fett aus. Na, ich rede gar nicht davon, dass wir fett aussehen, einfach, dass wir so angeschieden werden die ganze Zeit. Ach so. Ja. Stell dir mal vor, da würde so eine Leuchte sein auf meinem... Alter. Du kannst mal... Ey, cool, das sieht gerade richtig gut aus, sofern wir nicht gegen die Sonne... Ey, bei mir hat sich so eine Warnblinkleuchte eingeschaltet, so ein rotes AT. Das heißt, Vorsicht, sie sind jetzt in Österreich. Es soll einfach nur nicht böse gemeint sein, sondern lustig. Was machst du? Meine Güte. Ein bisschen Gas geben. Aber ganz krumm irgendwie. Schatzi! Hau dich in die Kurven, Alter. Du bist doch derjenige, der schon wieder motzt, wenn die Aufnahmen verwackelt sind. Nein, das ist Aufgabe der Zuschauer. Wehe, sagt etwas. Dann macht es besser. Okay, liebe Festgemeinde. So, wir können wieder ein bisschen gerade rausfilmen. Wir haben jetzt keine Sonne. So. Ja, da sind wir wieder. Kannst du ein bisschen höher machen? Ja. So. Ja, perfekt, perfekt. So ist gut. Mensch, du bist ja ein richtiger Profi. Das sind die guten Straßen. Die haben sich dann vom Ruhrpott abgeguckt. Nee. Holper, holper. Hui. Weh, du wackelst jetzt. Ich halte mich hier auch ohne fest. Ach du Scheiße. Miau. Oh Gott. Ihr seht, was da los ist gerade. Ich will gar nicht parken. Ich will einfach nur hier weg. Danke, ich habe Vorfahrt. Danke. Ey, man muss die Leute immer so ein bisschen durch seinen Fahrstil fast schon dran erinnern, dass man Vorfahrt hat. Wer im Kreisverkehr ist, hat Vorfahrt. Mhm. Genau wie hier. Oh Gott. Da gibt's nichts zu warten. Ja, komm. Ach nee, das schaffen die eh nicht. Mhm. Dann kommen eher wenigstens. Ja. Ja, komm, lass ihn fahren. Aber der nächste bin ich dann wieder.
Das verstehen die meisten wohl auch nicht. Du lässt einen rein und direkt wollen fünf durchfahren. Immer einen reinfahren lassen, das heißt Reißverschlussprinzip. Mhm. Und das funktioniert richtig gut. Das ist das Coole daran. Dadurch kommen alle gleichzeitig schneller voran. Mhm. Naja, ich will aber auch nicht so viel über Autos reden. Und über den Verkehr. Davon haben wir, glaube ich, genug. Da vorne hast du eine Metro. Und ihr seht schon vor uns, oder man sieht es auch nicht, Schweizer, ganz viele tatsächlich hier im Grenzgebiet Österreich. Also wir sind nicht weit reingefahren. Well. Ein Schweizer. Ein St. Galler. Oder wie sagt man das? St. Galler. Oh Gott, Schatzi. Was denn? Das hört sich ja so an, als würdest du irgendwas rauswirken. Und nimm mir das, nimm mir das bitte nicht übel. Aber das nennt man aber so. St. Galler. Also auf St. Gallerisch heißt es St. Galle. St. Galle. Also, ja. Also wir sagen auf Zürichdeutsch ist es St. Galle. Und die St. Galler, sie sagen St. Gallen. Also sie ist Murm. Aber Schatzi, Metro, ist das nicht auch etwas mit Getränken? Metro? Mhm. Ich weiß nicht, ob man... Ah nee, Metro ist ja dieses... Dieses große, oder? Wo man nicht reinkommt, wenn man keinen Unter... Ich weiß nicht, ob das hier auch gilt. Also in Deutschland ist es nur für Selbstständige. In Österreich ja, weiß glaube, ich das nicht. Auch. Es kann aber auch sein, dass du so reinkommst. Ich weiß es nicht. Aber es sieht recht nach etwas Größerem aus. Ein Versuch ist es wert. Nee. Ich glaube eher nicht, dass das geht. Popeln. Hey. Das sieht man ja gerade nicht. Aber wenn du es sagst, dann schon. Aber ich glaube, Metro ist eben ein Grundbegriff für das. Meinst du, da kann man einkaufen? Ich glaube es nicht. Sollen wir das mal eben nachgucken? Ja, ja Leute, wir. Bis gleich dann. Tschüss. Ja, wir haben jetzt nachgeguckt und Metro, wie gesagt, auch hier nur für Unternehmen. Mhm. Naja, kann man wohl nichts machen. Tja, ist so. Ja. Aber zum Glück habe ich es nur vorher schnell geschaut. Aber wir machen jetzt einen Österreich-Roadtrip und sorry, dass ich die Haare so habe. Seht Ach. Ihr, wenn die hochgegelt sind, das sieht viel besser aus, aber eben so. Ach, ist doch egal. Ich lasse sie nur so, weil sie zu lang sind, sonst würde ich sie hochgehen. Aber eben. Ist doch egal. Ich gehe sowieso wieder zum Friseur, also easy going. Meh. Werde ich anders, werde ich da dafür verurteilt, der ist doof. Oh. Entschuldigung. Ich verurteile mich so. Selber dafür. Ach meh. Ein Ravensburger. Schatzi, du darfst dich nicht so verurteilen. Schau mal, ich bin auch. Boah, ich bin total erhellt. Die Erleuchtete. Ja, ich sehe auch nicht perfekt aus. Ich meine, ich wäre. Okay. Das war das Bier. Okay, wir haben 80 erreicht. Bremsen. Mein Gesicht freut einfach so unnötig Gas geben. Man müsste mal meine Gesichter beim Autofahren anschauen. Okay, wir fahren jetzt einfach den meisten Autos hinterher und gucken, wo die hinwollen. Oh Gott. Also ganz viele wollen hier in die Richtung. Das muss irgendeinen Grund haben. Wo will der denn hin? Ich muss jetzt gerade selbst über mich lachen. Wegen meinem Gesicht. Und du bist extrem erhellt. Der Erleuchtete. Der Gott. Das geht überhaupt nicht. Wieso ist die Sonne so blöd? Ich weiß es nicht. Ich würde auch gerne hinten so ein Verdeck drauf machen. Aber geht nicht. Oder ein paar Rosinen knabbern, das wäre auch ganz nett. Rosé. Nee. Alter, 80, wieder auf so einer Kackstraße. Film mal vorne raus. Ja. Ja, mit 80. Die Straße ist dafür ja perfekt ausgebaut. Alter, wer hat sich das ausgedacht? Bei uns in Deutschland, das wär, die hat ja nicht mal eine richtige Mittellinie. Das sind nur so schwarze Streifen, so ganz kleine. Sieht aus wie so, weiß ich nicht, irgendwie fallen gelassen hat der oder so. Und das soll ein ordentlicher Mittelstreifen sein. Aber hey, aber in 60 FPS sieht das schön aus.
wenn ihr jetzt 30 habt, Kevin, kauft den besseren PC. Schatz. Tut mir leid. Nein, Spaß. Wir haben doch ein. Alter, der lässt sich da aber auch Zeit, ne? Okay, wir fahren jetzt Strich 70. Der vor uns kommt überhaupt nicht aus dem Busch. Und der sollte sein Auto vielleicht mal waschen. Ja. Das wäre jetzt lustig, wenn das so ein weißes Auto wäre und dann. Ja, und der wäre so dreckig, dass der schon so aussieht. Boah, das würde ich feiern. Nein, man sieht ja nicht mal die Marke noch. Das ist nämlich ein FORD-Ford. Oh nein, dafür bügel ich immer Sitze. Hier mit dem Ford in Ruhe. Ja, tut mir leid, dass der auch so ist. Ihr wisst doch, mein neuer Job, Sitze bügeln. Ja, Ford-Sitze. Und wenn ihr einen Ford habt, ich hasse euch. Nein, Spaß. Ich bügel die Sitze gerne. Aber so, wenn jetzt zufällig einer zuschaut. Aber wer nicht zuschaut, der kann sich ja wirklich dann gerade... Dann sollen sie sich etwas... Diejenigen, die jetzt ein Ford besitzen, die sollen dann überlegen, bevor sie irgendwie Chips oder so essen oder sonst irgendetwas machen mit diesen Sitzen, dass du die gebügelt hast. Ja. Also... Schön aufpassen. Wir müssen. Alter, was will der Typ jetzt? Jesus! Was bremst er denn schon hier? Die Kreuzung ist da hinten. Ja, vorne ist eben noch. Also, hat es noch Leute. Ja, aber trotzdem. Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Ich nehme einfach die Gegenrichtung, damit ich den Affen los bin. Ist das irgendwie eine Einbahnstraße? Ja, ne? Mhm. Eine Einbahnstraße. Siehst du? Ja. Okay, gut. Gut. Meine Güte. Gurt. Nee, ich habe gut. Ich sag gut. Künstlich. Soll ich mal wieder etwas lassen oder so? Ja. Alter, diese Straße sieht ja die. Es ist wieder anders, aber. Jetzt ist es wieder normal, ne? Nein. Ausgerechnet jetzt. Ja, wo sind wir gelandet? Lustenau. Lustenau? Lustenau. Okay. Ich filme einfach mal ganz dreist mit zwei Kameras. Dreist. Du bist dreist. Also ist krass jetzt. Ich sehe mich selbst hier in meiner Kamera und hier ist die Frontansicht. Mhm. Das ist cool. Boah, ohne Scheiß, lass uns irgendwie die Autobahn nehmen, wenn wir zurückfahren. Ich habe keine Lust, nochmal so eine Straße zu fahren. Ey, wie gesagt, die war 5 Meter breit. Die Lustenauer Straße war das. Ja. Das ist der reinste Albtraum gewesen. Hofer, Aldi. Sollen wir reingehen? Jo. Ach so. Ja, ich hab's mal von mir aus gemacht. Okay. Es ist besser so. Wenn wir uns selbst filmen, dann ist es so besser. Alter. Das ist so krank, ey. Die Straße ist vielleicht 5 Meter breit und man muss hier aneinander vorbeifahren mit 50. Und hinten, da ist ein Graben und hier sind Bäume an der Fahrbahn. Und es sind noch spitze Kurven. Alter, das ist doch krank. Wer hat sich diese Straßen ausgedacht? Ich weiß auch nicht. Boah. Ey, vor allen Dingen, wenn du mal rausfilmst, das sieht aus wie einspurig. Ja, es sieht wirklich aus wie einspurig. Kannst du ja mal machen gleich, aber. Ja. Ich mache jetzt was mit zwei Kameras. Ey, hier passen doch niemals im Leben zwei Autos aneinander vorbei. Lustenau. Es ist wieder anders, aber... Jetzt ist es wieder normal, ne? Nee. Ausgerechnet jetzt. Ja, wo sind wir gelandet? Lustenau. Lustenau? Lustenau. Okay. Ich filme einfach mal ganz dreist mit zwei Kameras. Dreist. Du bist dreist. Also ist krass jetzt. Ich sehe mich selbst hier in meiner Kamera und hier ist die Frontansicht. Mhm. Das ist cool. Boah, ohne Scheiß, lass uns irgendwie die Autobahn nehmen, wenn wir zurückfahren. Ich habe keine Lust, nochmal so eine Straße zu fahren. Ey, wie gesagt, die war 5 Meter breit. Boah. Die Lustenauer Straße war das. Ja. Das ist der reinste Albtraum gewesen. Hofer, Aldi. Sollen wir reingehen? Ja. Oh, geht nicht. Mäu. Mein Fehler. Hier. Okay, also dann bis nachher. Auf nach Hof, wa? Mäh. Ja.
kommen Sie heute noch nach Hofer und gehen Sie auch mit leeren Händen nach Hause? Ja. Nee, wir haben nicht das gefunden, was wir wollten. Wir haben nicht mal da, nicht das nur gefunden, was wir nicht wollten, nicht? Wir haben auch das gefunden, was wir nicht wollten. Guter Fall, ja. Okay. Boy, voll. Wir haben hier Sachen, die noch dann schäumig sind. Bier. Ein creamy Bier wahrscheinlich dann. Mhm. Wir halten jetzt überall an, wo es interessant ist. Also erstmal 5 Kilometer durchfahren mit Spaß. Oh Gott. Ja, du musst es wissen. Ich weiß ja nicht, nee. Die nächste Tankfüllung ist von dir. Hey, ja, ich habe die letzte Tankfüllung. Holt man sich eine neue? Eine neue. Jetzt verlassen wir Lustenau. Der soll mich nicht so doof angucken, der soll bei den Zebrastreifen fahren. Lustenau. Ne. Transporte Bregenz. Lass mal nach Bregenz fahren. Meinst du? Vorsicht, Disco-Besucher, das steht da wirklich. Was? Ein Schild mit so einem Warndreieck so. Ihr kennt dieses Dreieckschild so. Und da stand so: Vorsicht, Disco-Besucher. Oh Gott. Im Herbst, ja. Alter. Boah, in Deutschland müsste man bestimmt 5 von den Schildern aufstellen an einer Kreuzung, ey. Bei uns ist es ein bisschen schlimmer. Wie viel darf man hier eigentlich fahren? Ich habe keine Ahnung. Okay. Der überholt uns. Okay, der Fehler liegt ganz klar bei mir. Ich fahre mal so 80. Das wird schon okay sein. Aha. Wir sind übrigens immer noch drauf. Ich wusste das nicht. Man ist ortsfremd, man wie. Gerade so ländliche Bereiche, das kenne ich eigentlich gar nicht. Bei uns, so im Ruhrgebiet, ne? Wenn man da von Stadt zu Stadt fährt, zwischen den Städten, da darfst du meistens höchstens 70 oder so fahren. Mhm. Und eben, dass man da 100 oder so fahren darf, das bin ich gar nicht gewohnt. Sorry Leute, ich bin nur etwas am Ausprobieren. Am Ausrangieren. Ja, ich wollte eben. Ja, so ist besser. Weil so sieht man uns etwas besser hier. Ist zwar ein wenig schräg, aber naja. Wenigstens hält es jetzt. Wir sind doch beide relativ schräg. Zwei schräge Vögel. Ja, nee, das Bild ist schräg. Okay. Es ist halt einfach nicht schön gerade, aber wenigstens sieht man uns beide. Es geht leider nicht anders. Boah, ich zum Einschlafen gerade. Hör auf. Am besten war einfach Vorsicht, Disco-Besuch. Ja, wir waren noch, bevor wir nach Österreich reingefahren sind, waren wir noch in Winterthur? Ja, Süßigkeiten. Süßigkeitenladen. Ja. Da, also ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo draufsteht auf einer Süßigkeit, das ist Chili, also Chili-Dings Süßigkeit ist, könnt ihr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Nachtschicht? Was? Ach so, das ist die Disco. Die Disco heißt Nachtschicht. Ach so. mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass es scharf ist. Weil wir haben etwas gekauft und da hat es Chili irgendwie geheißen, so Chili-Gummis. Sorry, dass ich gerade gelacht habe, ich habe eine Tüte überfahren. Ach so. Und der hinter mir auch. Und dann die einfach so wupp, ist wie so unter so einem Staubsauger, unter seiner Motorhaube verschwunden. Boah, das ist so lustig. Ja, auf jeden Fall war das nicht gerade sehr bekömmlich. Ja, was macht diese Frau die da? Die nutzt die Fahrbahn einfach mal mit. Und noch im Gegenverkehr. Bregenz, ne? Eigentlich ist das gefährlich. Zwei. Aha. Ausgenommen Vorrangstraßen. Was Vorrangstraßen? Nee, das war. Nein, Vorrangstraßen. Ich weiß, aber ich habe Vorhang verstanden. So. Das sollte lustig sein. Nee, war es nicht. Oh, die Bregenzer Innenstadt. Miau. Ey, vielleicht gibt es ja auch noch Einkaufsmöglichkeiten. Hm. Einkauf. Einkauf. Fussel, oder was? Steht da ehrlich Fussel?
Nein, ja. Das ist doch nicht ernst gemeint. Fußball. Listro. Nee, Libro. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist. Modestraße, Fussel. Das ist eine Modestraße nur, ne? Okay. Ja, ne? Markt. Ach, hey. Entschuldigung. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal in Österreich Auto fahre irgendwie. Also ich bin jetzt schon zweimal da gewesen, aber eben. Zweite Mal mit Vignette und so. Mhm. Aber ist eigentlich recht angenehm. Also ja. So. Das ist ein ganz anderer Fahrstil. Also schwierig ist tatsächlich, muss ich sagen, die Schweiz, weil die Leute, die beharren zu, ich sag mal so, die Leute beharren dermaßen auf ihrem Recht. Und darauf auf jeden Fall die Geschwindigkeit mindestens so immer zu halten. Da ist Deutschland, sagen wir mal, viel kulanter. Mhm. Also ich meine so, du kannst ja auf den Autobahnen beispielsweise fahren, wie du willst, ne? Eigentlich an ganz vielen Stellen. Und hier ist es wirklich so, die Leute beharren darauf, dass du dann mindestens 120 fährst. Die meisten. Und wo 80 ist, dann auch mindestens 80. Es geht dann überhaupt nicht, dass du mal kurz irgendwie 70 fährst und dann einmal rüberziehst oder so, wenn du halt... Ja, das Problem ist auch einfach, wenn du siehst, wenn du noch 120 fährst und dann auf einmal kommt 80 und dann kommt ein Tunnel, du weißt, dann kommt ein Blitzer irgendwo, dann willst du runter auf 80 und dann willst du auch von der linken Spur runter, weil die Leute, wie gesagt, die scheuchen dich dann immer ein bisschen. Ja. Und ich will nicht in Blitzer reingehen, weil in der Schweiz ist es richtig teuer. Also da kannst du schon so... Werdet also nie geblitzt in der Schweiz. Bei einem kleinen Verstoß schon mit 40 Euro rechnen. Bei uns sind es jetzt 10 oder so. Wenn nicht mehr. Also bei uns, meine ich. Ja, wie gesagt, bei dem kleinsten Verstoß sind es schon 40 Euro. Hm. Ja, einer, der mit offenem Kopf herumfährt. Oh. Ach so, der hat irgendwie einen Kühlschrank irgendwas hinten geladen, drin. Ja. Aber trotzdem ist das voll gefährlich. Sexy. Ja, achso. Wolfshop.at Junior Wolf. Okay. Shop Outlet. Alles so Outlet-Zeug. Also es ist so unnormal irgendwie, dass die so glatte Haut hat. Ja. Also, da sieht man richtig, dass es gefotoshoppt ist. Naja. Ja. Mal gucken, Bregenz soll jetzt erstmal die letzte Stadt sein, in die wir fahren. Okay. Hey, da vorne hat's einen Lidl. Sollen wir reingehen? Ja. Im Ernst? Darf ich? Wenn du magst? Ja. Dann lass uns gehen. Okay. Bis dann. Tschüss. Okay. Willkommen zurück. Ja, wir haben das, was wir wollten, tatsächlich nicht gekriegt. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar... Fanta Peach Mangostin, Pfirsich Mangostin kommt erst im März raus. Jo. Also hier quasi. Leider. Tja. Und ich dachte so, oh geil, wenn wir sowieso mal dahin fahren, aber naja, tja, Pech gehabt. Verloren. Umsonst hingefahren. Weißt du, was jetzt ganz gemein wäre, wenn wir jetzt die Leute, die in Österreich wohnen, dann sagen würden, ja, bringt uns das mal mit uns. Nee. Wieso? Ja, weißt du, so Fanartikel, Geschenke oder so. Ach so, nee. Nein, ich habe... Oh nein, da ist dieser Erotik schon. Wow, oh Gott. Ich habe nur einen Witz gemacht, bitte nicht. Nicht so. Und noch eine Frage, stimmt das wirklich, dass Alkohol erst ab 21 ist? Hä? Also hier, weil ich habe da irgendwas gelesen bei Lidl an der Kasse. Ist ab 21? Just a little bit. Ich glaube einfach nur kaufen oder so. Kaufen? Ich weiß es nicht. Hm. Ja gut, dann auf Wiedersehen auf jeden Fall. Danke, dass ihr euch, danke, dass ihr uns bei unserer kleinen Durchreise bei Österreich quasi ein bisschen besucht habt im Vlog. Genau. Im Vlog. Kochen wir ja Vlog. Nee, danke für den Besuch auf diesem Kanal und bei diesem Video und schnallt euch an. Tschüss. Pass auf, noch ganz kurz. Ich habe einen Kumpel mal so gesagt, ey, ich erzähle den Witz, der ist richtig gut, schnall dich an. Und dann gucke ich so auf seinen Gurt und so, okay. Und dann, wir haben uns den Arsch abgelacht. Dann hat er mich gefragt, was war denn der Witz? Ja, eben das mit dem Anschnallen. Ach so. Okay, also. Schatz, ich erzähle dir jetzt mal einen Witz, schnall dich an.
Okay. Ja, ist gut. Oh Gott, ist das behindert. Also. Dann tschüss. Tschüss.